Buster und Opa gehen im Supermarkt einkaufen. Hier ist die Einkaufsliste. Karotten, Mais und ein neuer Fußball. Buster kann kaum abwarten, den neuen Fußball zu haben. Aber Opa erinnert ihn daran, dass sie erstmal alles andere auf der Liste holen müssen. Es fängt mit Karotten an. Buster rast los. Aber stimmt das so? Opa fährt so langsam. Buster hat eine Banane und keine Karotte. Er hat sich so sehr beeilt, dass er gar nicht aufgepasst hat, was er macht. Da sind sie. Gut gemacht, Buster. Als nächstes Mais. Er hat ihn gefunden. Ups. Vorsichtig, Buster. Die Dosen können leicht umfallen. Puh. Gute Rettung, Opa. Und als nächstes... Yay, der Fußball! Buster rast voraus, um den Fußball zu finden. Aber warte, Opa wurde zurückgelassen. Er kann ihn nicht finden. Oh nein, Buster und Opa können den anderen nicht sehen. Buster sucht und sucht, aber es bringt nichts. Armer Buster hat sich verlaufen und fängt an, sich Sorgen zu machen. Schau, da sind Ash und seine Mama. Jemand, den Buster kennt. Zum Glück hat er sie gefunden. Sie können ihm helfen, zu Opa zurückzufinden. Endlich! Buster ist sicher zurück bei Opa. Er weiß, er hätte nicht so weit vorausrennen sollen. Es tut ihm sehr leid und Opa vergibt ihm. Und hier ist der neue Fußball. Hurra! Es ist ein brandneuer, verschneiter Tag. Und Buster kann es kaum erwarten, draußen zu spielen. Es macht so viel Spaß, im Schnee zu spielen. Und das beste Spiel von allen ist eine Schneeballschlacht. Diggly und Scout sind in einem Team. Aber Buster braucht auch einen Mitspieler. Schau, da ist Bandit. Er kann mit Buster im Team sein. Leider verstehen Buster und Bandit sich nicht immer. Zeit, Schneebälle zu werfen. Buster und Bandit verstecken sich hinter dem Hügel. Buster denkt, sie sollten hier entlang gehen. Aber Bandit denkt, sie sollten in die andere Richtung. Oh je, sie können sich nicht einigen. Sie arbeiten nicht im Team. Buster schleicht sich durch die Bäume. Aber Scout hat ihn gesehen. Pass auf! Platsch! Oh je. Bandit versucht, sich hinter den Zaun zu schleichen. Platsch! Für Buster und Bandit läuft es gar nicht gut. Aber schau! Scout und Diggly arbeiten zusammen. Genau! Wenn Buster und Bandit gewinnen wollen, müssen sie im Team zusammenarbeiten. Wusch! Los gehen sie! Genau so gehört es. Jetzt macht die Schneeballschlacht Spaß. Es ist viel besser mit Teamarbeit. Wer warf den Schneeball? Opa? Naja, je mehr Spieler, desto mehr Spaß gibt es. Platsch! Bei Busters Haus scheint die Sonne. Und Buster und Opa haben viel Spaß beim Spielen. Mama Bus geht zur Arbeit. Werden Buster und Opa es schaffen, Abendessen zu kochen? Wow, richtig kochen! Buster ist sehr aufgeregt. Lass uns kochen! Opa macht den Herdstart klar. Aber was jetzt? Buster hat eine Idee. Das ist Schokoladensoße. Opa glaubt nicht, dass die fürs Abendessen richtig ist. Lass uns das Rezept lesen.
Sie haben alle Zutaten zusammengesucht. Basta fängt an und gibt etwas Mehl in die Schüssel. Wow, langsam, Basta. Ups, das Mehl ging überall hin. Jetzt sind Opa und Basta mit Mehl bestäubt. Basta gibt die letzten Dinge zu dem Mix. Sei vorsichtig, damit der Mix nicht überall hingeht. Super gemacht, Basta. Ups, Opas Tomatensauce ist auf den Fußboden gekleckert. Und was passiert denn da auf dem Herd? Der Topf kocht über. Oh, schau, seine Brille ist jetzt beschlagen und er kann nicht sehen, wo er hingeht. Pass auf, Opa! Oh je, das geht ja alles schief. Opa und Basta machen alles wieder sauber. Aber Mama Bus kommt von der Arbeit nach Hause. Oh oh, sie haben immer noch kein Abendessen fertig. Was machen sie nun bloß? Opa holt Fischstäbchen aus der Gefriertruhe. Aha, das gibt Basta eine Idee. Zeit für Schokoladensauce. Gerade als sie fertig geworden sind, fragt Mama Bus sich, was Basta und Opa wohl zum Abendessen gemacht haben. Ich frage mich, was sie gekocht haben. Fischstäbchen und grüne Bohnen. Und Schokoladensauce? Bist du dir da sicher, Basta? Er probiert es. Lecker! Mama probiert es auch und findet es überraschend lecker. Gut gemacht, Basta! Wow! Basta und seine Freunde sind an Halloween spuken gegangen. Basta hat viele leckere Süßigkeiten in seinem Eimer. Hä? Opa erinnert Basta daran, nicht zu viel Süßes auf einmal zu essen. Jetzt ist Basta in seinem Zimmer. Aber jetzt passt keiner auf. Und er isst so viel Süßes, wie er nur kann. Aua, das tut weh. Oh nein, Basta hat einen Wackelzahn. Das macht wirklich Angst. Mama kommt und holt Basta. Zeit zum Abendessen. Aber er verbirgt seinen Wackelzahn. Ich glaube nicht, dass er ihn den anderen zeigen möchte. Essen ist fertig. Viel leckeres Gemüse. Aber Basta mag nicht essen. Mama merkt, dass irgendetwas Basta betrübt. Er zeigt ihr seinen Wackelzahn. Opa weiß, was zu tun ist. Er sagt, Basta sollte mal seinen Maiskolben essen. Schau, Bastas Zahn fiel raus. Das war doch gar nicht so schlimm. Basta fühlt sich jetzt viel besser. Jetzt ist es Schlafenszeit. Mama sagt, dass Basta seinen Zahn unter sein Kissen legen soll. Während er schläft, wird die Zahnfee kommen und ihn einsammeln. Basta wacht am nächsten Morgen auf und... Wow! Ein großer goldener Stern! Basta wird den stolz tragen. Jetzt weiß er, dass ein Wackelzahn kein Grund zur Sorge ist. Guckt mal, es ist Basta der Bus. Aber wow! Er sieht ganz schön müde aus. Er kommt von der Straße ab. Oh nein! Basta ist in der matschigen Pfütze gelandet. Und jetzt steckt er fest. Armer Basta, wie kann er rauskommen? Am nächsten Morgen kommt Scout das Auto bei Bastas Garage zu Besuch. Aber oh je, Basta ist nirgendwo zu finden. Doch wo ist er? Aber schaut, matschige Reifenspuren. Scout folgt ihnen, um zu sehen, wo Basta steckt. Da ist Diggly der Bagger. Scout erzählt ihnen, dass Basta weg ist. Sie müssen ihn finden. Scout und Diggly suchen gemeinsam. Guckt mal, eine Spur aus Süßigkeiten. Wo führt sie hin? Wow, was war das? Puh, es ist nur Robin. Scout erklärt, dass Basta weg ist. Und Robin erklärt sich bereit, bei der Suche zu helfen. Gemeinsam können sie ihn bestimmt leichter finden. Armer Basta ist einsam und friert. Scout schaut hinter den Bäumen nach. Diggly guckt hinter den Felsen. Was hat Robin gesehen?
noch mehr Reifenspuren. Schaut, da ist Buster. Er steckt immer noch im Matsch fest. Er ist schon so lange hier. Robin erzählt Diggly und Scout, dass er Buster gefunden hat. Er ist gleich hinter dem Hügel. Da ist der arme Buster. Diggly und Scout können helfen. Zusammen ziehen Diggly und Scout Buster aus der matschigen Pfütze. Na bitte, jetzt ist Buster endlich frei. Er ist seinen Freunden sehr dankbar, dass sie ihn gerettet haben. Jetzt ist er wieder sicher in seiner Garage. Da sind Buster und Scout. Sie haben viel Spaß dabei, in den Matschpfützen zu spielen. Aber oh nein. Arme Scout fühlt sich nicht wohl. Ah, es ist okay. Sie können morgen wieder zusammen spielen. Jetzt geht Buster rein und nimmt sich einen Snack. Aber, oh je, er hat seine matschigen Reifen nicht gewaschen, bevor er den Apfel aß. Das ist nicht sehr sauber. Und er hat überall matschige Reifenspuren hinterlassen. Am nächsten Morgen kommt Mama, um Buster aufzuwecken. Aber, oh nein. Buster sieht gar nicht gesund aus. Armer Buster. Wow, er hat Fieber. Er muss heute zu Hause im Bett bleiben, um sich zu erholen. Jetzt ist es Zeit für Medizin. Buster mag das gar nicht, aber Mama weiß, dass es ihm helfen wird. Da, war gar nicht so schlimm. Jetzt muss Buster sich ausruhen. Am nächsten Morgen fühlt Buster sich viel besser. Scout fühlt sich auch besser. Sie können wieder raus zum Spielen. Aber warte! Mama sagt, sie müssen erst Hände waschen, damit sie nicht wieder krank werden. Gut gemacht allerseits. Warte! Mama hat noch eine Idee. Sie können auch ihre Gesichtsmasken tragen, damit sie nicht krank werden. Da! Jetzt sind Buster und Scout bereit, draußen sicher zu spielen. Sie sind froh, dass es ihnen wieder besser geht. Es ist ein brandneuer Morgen und Buster sieht aufgeregt aus. Heute ist Digglys Geburtstag. Buster kann die Party kaum erwarten. Buster isst sein Frühstück so schnell er kann. Schau, da ist Scout. Sie hat Digglys Geschenk schön verpackt. Wie aufregend. Oh nein, Buster ist aus Versehen über das Geschenk gefahren. Es ist so platt wie eine Flunder. Armer Buster. Es war ein Unfall. Aber warte, ich glaube, Buster hat eine Idee. Schau, Scout nimmt diesen alten Karton. Und Buster holt die Schüssel mit Süßigkeiten. Da ist auch ein hölzerner Stock. Und die Bastelkiste. Ich frag mich, was sie vorhaben. Es ist ein anderes Geschenk. Aber was könnte da drin sein? Jetzt flitzen Buster und Scout zu Digglys Party. Sie wollen nicht zu spät kommen. Diggly wartet. Seine Party hat schon angefangen. Aber puh, da sind Scout und Buster. Sie haben's geschafft. Diggly macht sein Geschenk auf und... Wow, es ist eine Piñata. Es ist Digglys Geburtstag und deshalb darf er sie mit dem Stock schlagen. Los geht's. Noch einmal? Klatsch! Sieh dir all die Süßigkeiten an. Was für ein super Geburtstagsgeschenk. Was für ein schöner, sonniger Tag es ist. Oh, schau, da sind Diggly und CJ. Sie füllen CJs Mischer mit Wasser. Was sie nur vorhaben. Schau, da sind Buster und Scout. Puh, was für ein heißer Tag. Ich frage mich, was sie zum Abkühlen machen könnten. Wow!
Diggly und CJ haben bunte Wasserballons. Ich glaube, Buster und Scout haben eine Idee. Eine Wasserballonschlacht. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Was planen Buster und Scout nur? Oh, schau, Diggly und CJ schleichen sich von hinten an. Und platsch! Oh oh, Scout wurde getroffen. Und Volltreffer. Jetzt wird's interessant. CJ hat eine Idee. Aber wer versteckt sich hinter den Büschen? Das ist Scout. Aber sie hat es gerade geschafft, sich rechtzeitig zu verstecken. Das ist CJs zweite Chance. Aber schau, hier kommt Buster. Er bespritzt CJ von hinten. Jetzt jagt CJ Buster durch den Park. Schnell, Buster! Oh nein! CJ und Diggly haben Buster und Scout umzingelt. Was werden sie jetzt wohl machen? Aha, ein Regenschirm. Ich glaube, Buster hat einen Plan. CJ und Diggly ziehen. Aber Buster bleibt durch den Regenschirm trocken. Super Idee, Buster. Oh oh, Diggly und CJ füllen wieder auf. Das sieht nicht gut aus für Buster und Scout. Wow, sieh dir die Größe von dem Ballon an. Sieht aus, als wäre Buster in Schwierigkeiten. Wow, guter Schuss, Buster. Das hat viel Spaß gemacht. Schau, Buster kommt heute früh in der Schule an. Da sind Scout und Diggly. Ups, Buster ist auf Öl ausgerutscht. Oh je, die Tafel ist zerstört. Scout rutscht auch aus. Puh, oh nein. Die Uhr ist auch kaputt. Was für ein Schlamassel. Hey! Und hier kommt der Lehrer. Sie müssen alles ganz schnell wieder sauber machen. Aber die Tafel ist zu schwer für Scout. Und Diggly kann die Buchstaben nicht aufheben. Buster versucht, die Uhr zu reparieren. Aber da sind so viele Teile. Ich glaube, Buster hat einen Plan. Sie können tauschen. Scout kann alle Buchstaben einsammeln. Dann können Diggly und Buster die Tafel zusammen hochheben. Scout kennt ihr ABC. Sie kann die Buchstaben zurücklegen. Jetzt die Uhr. Diggly kann die reparieren. Er liebt es, Maschinen zu reparieren. Da, alles fertig. Gerade rechtzeitig. Hier kommt der Lehrer. Alles sieht wieder normal aus. Außer der Buchstabe. Und die Zeit stimmt nicht. Und die Nummer. 1, 2, 3, 4. So gut wie neu. Buster und Opa besuchen das Weihnachtswinterwunderland. Sieh dir all die fantastischen Stände an. Wow, Buster möchte wirklich gern den Teddy gewinnen. Er fragt Opa, ob sie spielen können. Sie bekommen 3 Würfe, um die Dosen umzuwerfen. Ups, Buster trifft nicht. Oh je, das waren seine 3 Würfe. Er versucht's nochmal. Oh nein, er trifft wieder nicht. Buster ist traurig. Aber ich glaube, Opa kann Buster das Werfen beibringen. Der Schlüssel zum erfolgreichen Werfen ist, sich Zeit zu lassen. Erst atmet man langsam tief ein. Dann zielen, hinhocken und werfen. Wow, Opa trifft die Dosen. Jetzt ist Buster dran.
Langsam tief einatmen. Ziehen. Hinhocken. Und wirf. Hurra! Toller Wurf, Buster. Jetzt geh und versuch, den Teddy zu gewinnen. Auf die Plätze und... Oh je, Buster hat sich nicht Zeit gelassen. Er muss langsam tief einatmen, zielen, hinhocken und werfen. Hurra! Buster hat's geschafft. Gut gemacht, Buster. Und hier ist sein Preis. Buster ist sehr stolz auf sich. Buster und Scout fahren nach Hause. Warte, was war das? Oh wow, das ist ein Baby-Rentier. Er muss sich verlaufen haben. Buster versucht, ihn aufzumuntern. Oh, ich glaube, er möchte spielen. Er ist ein lebhafter kleiner Kerl. Jetzt wirft Buster einen Schneeball. Ups, Entschuldigung, Scout. Es macht so viel Spaß, mit neuen Freunden zu spielen. Jetzt hat Buster eine Schneerampe gebaut. Ich frage mich, was er vorhat. Brumm! Buster macht einen Riesensatz. Jetzt ist Baby-Rentier dran. Wusch! Jetzt Scout. Ups, Entschuldigung, Buster. Aber wo ist Baby-Rentier hin? Sie folgen den Fußstapfen. Da! Er hat Verstecken gespielt. Wo geht Scout hin? Ein großer Haufen Schnee. Oh, sieh, da ist Scout. Wow, mehr Rentierfußstapfen, nur größere. Ich frag mich, wo die hinführen. Ich glaube, die Freunde werden ihnen folgen. Die Spuren winden sich durch all die Bäume. Schau, da sind Mama und Papa Rentier. Sie sind so glücklich, dass sie Baby gefunden haben. Baby Rentier hatte so viel Spaß, mit Buster und Scout zu spielen. Aber jetzt ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Tschüss, Baby Rentier. Bis bald. Buster und Mami dekorieren das Haus für Halloween. Aber schau, sie brauchen noch einen Kürbis. Da lang scheint es Kürbisse zum Verkauf zu geben. Buster und Opa fahren los, um einen zu holen. Wow, so viele Kürbisse zur Auswahl. Buster will diesen großen haben. Jetzt wird Opa ein Gesicht in den Kürbis schnitzen und ihn in eine Halloween-Laterne verwandeln. Augen, einen Mund und eine Nase. Aber was hat Buster gesehen? Ein Bettlaken? Oh, Buster tut so, als wäre er ein Gespenst und erschreckt Opa. Aber jetzt rollt der Kürbis weg. Oh nein, er rollt auf die Straße zu. Hier kommt Tony Truck. Puh, er hat ihn gerade verpasst. Schnell, Buster und Opa jagen hinter dem ausgebüxten Kürbis her. Buster hat ihn fast. Ups, da baut Diggly eine Mauer. Oh je, der Kürbis hat ihn erschreckt. Jetzt rollt er wieder weg. Keine Zeit anzuhalten. Sie müssen ihn weiterverfolgen. Armer Opa ist aus der Puste. Buster muss den Kürbis fangen. Schnell, er rast auf den Teich zu. Buster springt los. Gut gemacht, Buster. Er rollt direkt auf seinen Platz neben der Tür. Puh, das war ein Glück. Mami sieht sehr zufrieden aus. Gut gemacht, Buster und Opa.
Es ist ein schöner Herbsttag. Buster und Diggly haben viel Spaß beim Spielen mit dem ferngesteuerten Auto. Brumm, brumm. Schau, wie es rast. Sieh mal, da ist Mama. Sie kommt, um ihnen zu sagen, dass das Mittagessen fertig ist. Und sie erinnert Buster daran, sein Spielzeug wegzuräumen. Buster legt die Fernsteuerung weg, aber sieh mal, das Auto ist noch draußen. Jetzt gehen Buster und Diggly wieder spielen. Aber oh nein, sie können das Auto nirgendwo sehen. Wo könnte es sein? Könnte es in der Spielzeugkiste sein? Nein. Vielleicht ist es im Mülleimer. Nein. Vielleicht ist es unter dem Herbstlaub begraben. Es muss doch irgendwo hier sein. Warte, ich glaube, Buster hat eine Idee. Wenn Sie die Fernsteuerung nutzen, hör mal, der Automotor, wo kommt das Geräusch her? Unter dem Blätterhaufen? Hurra! Sie haben das Auto gefunden. Aber warte, jetzt fehlt die Fernsteuerung. Wo ist sie hin? Oh, da ist sie. Gut gefunden, Buster. Jetzt können Diggly und Buster wieder Spaß haben mit ihrem ferngesteuerten Auto. Aber diesmal werden sie sich erinnern, ihr Spielzeug wieder wegzuräumen, wenn sie fertig sind. Gute Arbeit. Da ist Buster. Zeit zum Aufwachen. Es ist ein brandneuer Tag. Schau, Mama hat Busters Frühstück schon fertig. Marmeladentoast, Busters Lieblingsschmaus. Aua, Buster fuhr über das Spielzeug. Alles gut. Mama küsst es besser. Wow. Jetzt kann Buster rausgehen und Fußball spielen. Wie aufregend. Jetzt spielt Buster mit Scout im Park. Gut gemacht, Scout. Aber oh nein, der Fußball ist im Baum stecken geblieben. Aber schau, Mama hat den Ball wieder freigestupst. Gut gemacht, Mama. Jetzt können sie weiterspielen. Was ist das? Mama und Buster malen ein Bild. Es macht so viel Spaß, zusammen zu malen. Schau, die Sonne hat ein Gesicht. Aber oh je, Buster ist müde. Es war ein anstrengender Tag. Es ist Schlafenszeit für Buster. Erst liest Mama ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Oh, gute Nacht, Buster. Es hat viel Spaß gemacht, heute mit Mama zu spielen. Sie ist wirklich die Beste. Es ist ein brandneuer Tag und es ist Zeit für Buster, zur Schule zu gehen. Da ist Diggly. Sie können gemeinsam zur Schule gehen. Sie rasen um die Wette. Wusch! Ich frag mich, wer am schnellsten ist. Wow, da ist ein Entlein auf der Straße. Er sollte vorsichtiger sein. Da ist Mama Ente. Sie versucht, mit ihren Entlein die Straße zu überqueren. Aber pass auf, hier kommt Terry. Hier kommt auch der Lehrer. Oh nein. Puh, dank Diggly und Buster kann die Entenfamilie jetzt sicher die Straße überqueren. Oh, sie gehen im Teich schwimmen. Oh oh, das Entlein geht wieder zur Straße zurück. Gut gemacht, Buster. Jetzt gehen die Enten wieder zurück über die Straße. Buster und Diggly helfen ihnen sicher hinüber.
Mama Ente geht auch rüber. Gut geholfen allerseits. Aber Terry und der Lehrer wollen jetzt los oder sie werden zu spät kommen. Warte mal eine Minute. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Was machen sie denn mit den Farben? Weiße Streifen und Schilder? Ein Entenübergang. Jetzt kann die Entenfamilie jederzeit sicher über die Straße. Hey. Da ist der Lehrer wieder. Er sagt ihnen, sich zu beeilen. Die Kinder müssen jetzt zur Schule, sonst sind sie zu spät. Gute Arbeit allerseits.